Herzlich willkommen auf meinem Kanal Depot und Marktlage. Langfristig erfolgreich durch Investition in Qualität. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute schauen wir uns die 25 besten Aktien aus meiner Watchlistenanalyse an. Und nach einer kurzen Motivation und den Kriterien zur Beurteilung geht es auch dann gleich los mit der Übersicht zur Watchlist. Und dann folgen die 25 Aktien im Charttechnik-Kurzcheck. Und dann gibt es noch ein kurzes Fazit. Auf meiner Watchlist befinden sich weit mehr als 25 Aktien, aber ich habe für dieses Video, damit es nicht zu umfangreich ist, die Auswahl auf 25 Favoriten beschränkt. Und ja, es ist so, dass diesmal zwei neue Firmen dabei sind und dafür mussten zwei Unternehmen gehen, aber dazu später mehr. In meinem Depot sind 34 Aktien und dann ist es natürlich so, dass jede neue Position einen Mehrwert liefern muss. Und das kann entweder dadurch geschehen, dass ein Sektor verstärkt wird, oder ich möchte mein Depot weiter stabilisieren durch eine Dauerlauferaktie oder eine bestehende Aktie soll ersetzt werden. Ja, wenn man jetzt natürlich eine Aktie ausgewählt hat, zum Beispiel eben erstmal nach qualitativen Gesichtspunkten, also sprich über eine Fundamentalanalyse, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, wie steige ich denn jetzt am besten in diese Aktie ein? Und da bietet sich natürlich die technische Analyse an, speziell die Charttechnik. Und da habe ich mir gedacht, das macht doch durchaus Sinn, hier den Fokus auf die Aspekte zu legen, die einem logisch erscheinen, und das ist Trendfolge, Trendwende und gleitende Durchschnitte. Das Ziel ist ja hier ein Timing zu ermitteln für einen geeigneten Einstieg oder eben auch Nachkauf für Buy and Hold. Also es geht hier jetzt nicht um Trading, sondern um ein langfristiges Investment. Ja, und wenn man dann gekauft hat, dann geht es natürlich entweder hoch oder runter, das ist klar. Also es gibt ja immer eine gewisse Schwankung, Tagesschwankung, Wochenschwankung und so weiter. Ja, und die versuche ich eben zu glätten, indem ich stufenweise einsteige und nachkaufe, insbesondere nach Trendbestätigung. Ja, man kennt ja den Spruch, the trend is your friend. Und hier sind jetzt mal zwei Fälle dargestellt. Der obere Fall bezeichnet den Fall von höheren Hochs und höheren Tiefs. Das ist sozusagen dann ein Indikator für einen Aufwärtstrend. Also man sieht ja auch eben, dass grundsätzlich die Linie eben nach oben geht. Und es ist einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sich dieser Trend so fortsetzt. Man kann die höheren Tiefs immer miteinander verbinden, erhält dann eine Art Trendlinie und je mehr Trendpunkte ich habe zum Verbinden, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass hier tatsächlich eben ein echter Trend vorliegt. Wenn ich natürlich nur zwei Punkte habe, dann wirkt das Ganze sehr beliebig. Da diese Punkte nie alle auf einer Linie liegen, macht es vielleicht auch Sinn, eine kleinere Trendzone zu bestimmen. Das kann man dann noch ein bisschen erweitern, indem man den gesamten Chartverlauf in eine Art Trendkanal legt. Ja, der untere Fall bezeichnet dann genau, ja, die inverse Situation. Also wir haben hier einen fallenden Kursverlauf, gekennzeichnet durch tiefe Hochs und immer tiefere Tiefs. Und das ist dann ein Indikator für einen Abwärtstrend. Ja, man kann auch hier eben die tieferen Hochs miteinander verbinden und erhält dann eine entsprechende Trendlinie oder eben auch eine Trendzone. Wenn die dann wiederum durchbrochen wird nach oben hin, ja, die Trendzone fungiert sozusagen als Widerstandszone, ja, dann kann man eben von einem beginnenden Aufwärtstrend sprechen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist eben relativ hoch. Ja, ich verzichte auf das Einzeichnen von Linien oder Zonen im nachfolgenden Check und mache die Trendbestimmung lieber nach Augenmaß und Erfahrung. Ich verzichte auch deswegen auf das Einzeichnen von Linien, weil ja die Bestimmung von Trends doch eher subjektiver Natur ist. Wenn ich mir allerdings den sogenannten gleitenden Durchschnitt anschaue, dann wird dieser mathematisch berechnet. Und das ist dann auch eine sehr reproduzierbare Geschichte. Es geht darum, die Schlusskurse der letzten Handelstage zu addieren und durch die Anzahl dieser Kurse zu dividieren. Beispielsweise beim gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, also im sogenannten GD 200, werden dann eben die Schlusskurse der letzten 200 Handelstage addiert und dann teilt man diese Summe wiederum durch 200. Ja, man sieht schon, das ist ein sehr träger Indikator, ein sehr nachlaufender Indikator. Der reagiert auch nicht auf irgendwelche Kursschwankungen, die jetzt kurzfristig passieren. Ja, er zeigt sozusagen einen langfristigen Trend über viele Monate. Ja, und wenn man den mit einem kurzfristigeren Trend kombiniert, zum Beispiel dem GD 50, ja, der sozusagen dann ja, die Schlusskurse der letzten 50 Tage in Relation zu den Schlusskursen der letzten 200 Tage setzt, ja, dann hat man sozusagen einen Vergleich aus einem längerfristigen und einem kurzfristigen Trend. Ja, und jetzt gibt es noch das sogenannte Golden Cross, das gerne in der Charttechnik herangezogen wird. Und da ist es dann so, dass der GD50 über die 200-Tage-Linie steigt
Und das kann dann als bestätigender Indikator für den Beginn eines Aufwärtstrends gewertet werden. In dieser Tabelle habe ich die 25 Aktien zusammengefasst, also von der Nummer 1 Advanced Micro Devices bis zur Nummer 25 Wolters Kluwer. Und ja, die Sektorzugehörigkeit ist hier farbig unterlegt, dann kann man ja selber schauen, ob vielleicht der eine oder andere Sektor im eigenen Depot höher gewichtet werden soll. Und ja, damit ist das Auswahlkriterium ein bisschen erleichtert. Und ja, die rechten Spalten untergliedern sich hier in Qualität, Kursrendite und Dividendenrendite. Bei der Qualität habe ich nochmal unterteilt in Punkte, die ich dem Aktienscreener TradeFox entnommen habe, und ja, einem Basisdepot. Also das ist eine Wertung, die sich daraus ergibt, dass ich mir die Aktie angeschaut habe und ihre Schwankung und dann quasi entschieden habe, ja, ist das jetzt eine Aktie, die zum Beispiel für einen Einsteiger gut geeignet ist. Also wenn man sich das erste Mal Aktien ins Depot holt, dann will man jetzt nicht unbedingt die ganz große Schwankung haben. Also wie zum Beispiel bei zyklischen Aktien wie die von Halbleiterunternehmen. Ja, wenn man da zum falschen Zeitpunkt kauft, dann kann es eben auch schon mal 20, 30, 40% runtergehen. Und das führt dann durchaus zu Enttäuschungen und dann auch vielleicht zu ungerechtfertigten Abwendungen wieder vom Aktienmarkt. Denn es gibt hier ja durchaus doch ein paar ja, deutlich defensivere Unternehmen, die dann vielleicht nicht die ganz große Wachstumsstory aufweisen, aber eben dann eben auch nicht die ja, hohen Schwankungen zeigen. Und ja, wenn man sich zum Beispiel Nvidia anschaut, Nummer 16, da habe ich hier einen Strich vergeben. Das heißt, bei der Basisdepotwertung sage ich mir doch lieber, ja, das ist doch etwas mehr eine Aktie für den erfahrenen Anleger. Wenn man sich hier die Kursrendite anschaut, 59%, ja, das ist natürlich mehr als beeindruckend. Wir sprechen hier von 59% pro Jahr im Schnitt. Ja, also es ging durchaus auch mal 60% runter, aber es ging eben auch mal über 100% wieder hoch. Also das sind extreme Schwankungen. Ich bin ziemlich sicher, dass sich diese 59% nicht auf die Zukunft übertragen lassen. Aber trotzdem liegt hier natürlich ein extrem starkes und sehr wichtiges Wachstumsunternehmen vor. Ja, wenn man sich die Dividendenrendite anschaut, dann stellt man fest, die liegt doch eher in einem Bereich so unter 2%. Aber das ist eben auch so, dass diese Watchlist den Fokus auf Wachstumsunternehmen legt. Und ich sag mal so, wer noch ein bisschen Zeit hat, also einige Jahre, ich sag mal so mehr als 5 Jahre mindestens, 10 Jahre wäre natürlich besser, der sollte doch vielleicht eher ja, den Fokus auf Kursrendite legen als auf Dividendenrendite. Aber letztendlich ist es der gesunde Mix aus beiden und ich muss auch zugeben, ich nehme natürlich auch ganz gerne etwas Dividende gerne mit. Bei der Qualität ist es so, ich habe ja hier die Punkte entnommen aus dem Aktienscreener TradeFox, den ich ganz gerne als erste Anlaufstelle nehme, aber ich benutze auch noch andere Aktienscreener und hier werden maximal 15 Punkte vergeben, das steht dann quasi für eine 1 plus in Schulnoten und 10 Punkte für eine 2 minus. Ich habe mir zwei Symbole überlegt zur Bewertung, einen grünen Pfeil und einen gelben Pfeil und der grüne Pfeil steht für ein Kaufsignal für Buy and Hold. Und der gelbe Pfeil steht entsprechend dann für kein Kaufsignal. Und auf die jeweiligen Kriterien, die dann zu der Bewertung geführt haben, werde ich dann im Rahmen der Checks eingehen. Noch kurz 4 weitere Hinweise, bevor es dann noch gleich losgeht. Die US-Aktien habe ich in US-Dollar gelassen. Das ist ja auch die dominante Währung. Und die Charts sind logarithmisch dargestellt. Das hat den großen Vorteil, dass prozentuale Schwankungen gleichgewichtet gezeigt werden. Und dann gab es noch einen Hoch im Kursverlauf, und zwar speziell bei US-Tech-Aktien. Im August 2022, das habe ich jetzt mal nicht zu stark gewichtet, weil die Übertreibung im Markt zu dieser Zeit eher genereller Natur war. Ja, und für die Bewertung, ob letztendlich ein Kaufsignal oder eben kein Kaufsignal vorliegt, habe ich den Fokus hauptsächlich auf den Einjahreschart gelegt. Hier sehen wir die Sammlung der Unternehmenslogos. Also es sind weiterhin 25 Logos. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass zwei neue Unternehmen dazugekommen sind. Und ja, das bedeutet natürlich, dass zwei Unternehmen leider die Watchlist verlassen mussten. Und bei diesen Unternehmen handelt es sich um Tomra und Estée Lauder. Weiterhin natürlich keine schlechten Unternehmen und sie sind auch immer noch auf meiner erweiterten Watchlist. Aber ich denke, dass diese zwei neuen Unternehmen, und zwar Copart und L'Oréal, noch ein kleines bisschen besser geeignet sind für ein langfristiges Investment. Und deswegen sind die hier erstmalig aufgeführt. Noch ein kleiner Hinweis.
Es wird später bei den Kurzstrecks immer unten eine Box geben mit den Informationen zum jeweiligen Unternehmen. Das Unternehmen AMD zeigt einen sehr starken Aufwärtstrend und ja, man hat sich schon sehr weit entfernt vom GT200 und das sind natürlich Rücksetzer und Gewinnmitnahmen nicht ganz unwahrscheinlich. Wer hier einsteigt, sollte das stufenweise tun. Auch das Unternehmen Apple wird natürlich befeuert durch den Hype um künstliche Intelligenz. Auch das bedeutet, dass hier Gewinnmitnahmen nicht unwahrscheinlich sind. Aber man bewegt sich im Bereich des Allzeithochs und die Aktie erscheint weiterhin für Investoren, institutionell, aber eben auch privat, sehr attraktiv. Und ja, wer einsteigen möchte, macht das auch hier am besten stufenweise. ADP ist sozusagen bei mir eine Alternative zu Paychex gewesen. Ein sehr starkes Unternehmen im Bereich der Personalabrechnung. Man sieht hier einen schönen Seitwärtstrend, der nicht übertrieben erscheint. Und da kann man doch mal einen Fuß in die Tür stellen. Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock zeigt einen sehr stabilen Seitwärtstrend und das lädt zu einem Kauf ein. Anstelle von Cadence Design Systems habe ich Synopsys im Depot. Aber beide Firmen sind sehr stark und zeigen einen sehr stabilen Aufwärtstrend. Man darf sich nicht über Gewinnmitnahmen wundern, deswegen gilt auch hier der Rat, am besten stufenweise einsteigen. Das Unternehmen Copart führt Online-Fahrzeugauktionen durch und das offensichtlich sehr erfolgreich. Hier könnte man mal einen Fuß in die Tür stellen. Das Unternehmen Deere stellt sehr erfolgreich Landmaschinen in den USA her. Der Abwärtstrend, der seit einigen Monaten im Gange war, scheint hier jetzt leicht durchbrochen zu werden und hier vergebe ich erstmals ein Kaufsignal. Auch in Deutschland gibt es gute Unternehmen, so wie die Deutsche Börse AG. Und ja, vor kurzem kam es etwas zu Gewinnmitnahmen aufgrund einer geplanten Übernahme, aber da kann man ja mal einen Fuß in die Tür stellen. Auf diesem Kanal werbe ich für Buy and Hold und stelle die besten Aktien der Welt vor. Und da wäre es doch jetzt eine gute Idee, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres spannendes Video zu verpassen. Dass die Erfolgsstory von Home Depot, der größten Baumarktkette der Welt, beendet sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Im Einjahreschart ist ein stabiler Seitwärtstrend zu beobachten und das bedeutet eindeutig Kaufsignal. Das Unternehmen KLE ist in der Halbleiterproduktionsüberwachung zu finden. Und ja, charttechnisch sieht es glänzend aus, wie bei so vielen Unternehmen in diesem Bereich. Aber auch wenn hier ein Kaufsignal vorliegt, Gewinnmitnahmen sollten nicht überraschen. Der größte Kosmetikhersteller der Welt, L'Oréal, überzeugt in jeder Hinsicht. Rein charttechnisch liegt hier ein mustergültiges Signal vor für ein Kaufsignal, denn zum einen ist ein Aufwärtstrend im Gange, zum anderen kam es vor kurzem zu ein paar Gewinnmitnahmen. Das französische Unternehmen Louis Vuitton Moët Hennessy ist ein sehr beeindruckender Vertreter der Luxusgüterindustrie und rein charttechnisch sieht es vorbildlich aus. Es kam in der letzten Zeit zu leichten Gewinnmitnahmen, also warum hier nicht mal einen Fuß in die Tür stellen? Bei Marshall McLennan, einem Anbieter von Beratungsdienstleistungen, läuft es ganz hervorragend. Vor kurzem wurde sogar eine Allzeithoch erreicht und das bedeutet Kaufsignal. Beim weltweit größten Gewürzhersteller McCormick ist ein stabiler Seitwärtstrend zu beobachten, der zum Kaufen einlädt. Der Kurs des Pharmaunternehmens Moderna befindet sich schon seit einiger Zeit in einem Seitwärtstrend. Rein charttechnisch sieht man sich ja ein bisschen besser gestellt als BioNTech, ein Unternehmen, das ich ja selber im Depot habe, und das bedeutet Kaufsignal. Je höher der Kurs steigt bei Nvidia, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit natürlich für Rücksetzer durch Gewinnmitnahmen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass hier eines der besten Unternehmen der Welt vorliegt und wer hier einsteigen möchte, muss sich auf eine starke Volatilität in der Zukunft gefasst machen und ja, kauft am besten stufenweise. Die Aktien des Unternehmens Old Dominion Freight Line, ein Logistikunternehmen, können zurzeit etwas günstiger erworben werden, denn es kommt zu Gewinnmitnahmen. Beim Versicherungskonzern Progressive Corporation befindet man sich unter dem GT50 und ja, so etwa auf Augenhöhe des GT200. Mit Blick auf den 10-Jahres-Chart ist das vielleicht eine der wenigen Gelegenheiten, um mal etwas günstiger Anteile am Unternehmen zu erwerben. Die Firma ResMed ist ein Pharmaunternehmen
anstatt Medizinprodukte her für die Behandlung von Atemwegserkrankungen und das fast monopolartig. Da kann man sich doch überlegen, mal einen Fuß in die Tür zu stellen. Das Unternehmen Sherwin-Williams stellt weiterhin sehr erfolgreich Farbenlack und Baustoffe her und der Seitwärtstrend lädt zu einem Kauf ein. Bei Stryker läuft es ganz hervorragend. Rein charttechnisch hat man sich vielleicht ein bisschen weit vom GT200 entfernt und so kommt es jetzt zu einer leichten Konsolidierung. Also, warum hier nicht vielleicht mal einen Fuß in die Tür stellen? Die Firma Trax stellt beispielsweise Dielen und Geländer für Terrassen her. Ja, im Jahr 2022 kam es zu einem starken Abverkauf, aber der Kurs hat sich mittlerweile stabilisiert und zuletzt kam es auch zu einem bullischen Signal des Schnittpunktes des GT50 mit dem GT200 von unten und das bedeutet Kaufsignal. Das US-amerikanische Unternehmen United Health Group ist im Bereich der Krankenversicherung tätig und ja, wenn man sich den 10-Jahres-Chart anschaut, offensichtlich sehr erfolgreich. Es kam Anfang des Jahres zu einer leichten Phase von Gewinnmitnahmen. Aber wir befinden uns jetzt wieder auf einem stabilen Niveau und das heißt Kaufsignal. Beim Versicherungskonzern W.R. Barclay ist seit Jahresanfang ein Abwärtstrend im Gange und ja, damit liegt vorerst kein Kaufsignal vor. Der Chart des niederländischen Informationsdienstleisters Wolters Kluwer ist wahrscheinlich einer der stabilsten, die ich je gesehen habe. Vor kurzem gab es ein paar Gewinnmitnahmen, aber man ist schon wieder im Aufwärtstrend. Und das bedeutet eindeutig Kaufsignal. Es gab jetzt hier tatsächlich sehr viele Kaufsignale. Man darf natürlich nicht vergessen, dass größere Bewegungen im Markt, also letztendlich das Marktrisiko, das ein Unternehmen nicht beeinflussen kann, dieser ganzen Aufwärtsbewegung noch einen Strich durch die Rechnung machen kann. Aber ich denke, dass die technische Analyse auf jeden Fall beim Zeitpunkt eines Kaufs eine Qualitätsaktie unterstützen kann. Vor dem ersten Kauf muss man sich auf jeden Fall Gedanken über die Qualität der Aktien machen. Das kann man zum Beispiel bei einem Aktienscreener machen, eben den vorgestellten TradeFox oder auch andere Aktienscreener. Und so kann man dann die Fundamentaldaten analysieren. Wichtig ist eben auch, sich Gedanken zu machen, wie kommt das jeweilige Unternehmen mit der Marktlage klar, wie ist die Reaktion des Marktes auf die Quartalszahlen und wie steht es um die Zukunftsaussichten des Unternehmens, also speziell die Konkurrenzsituation oder die Gewinnaussichten, aber auch die Roadmap an Produkten und die Pipeline an Wirkstoffen sind wichtige Kriterien. Und ja, auch die ESG-Punkte sind natürlich zu beachten. Aber letztendlich denke ich, dass die Kombination aus Fundamentalanalyse und Charttechnik den langfristigen Erfolg für den Buy-and-Hold-Anleger verspricht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und abonniere meinen Kanal, um keine weitere spannende technische Analyse zu verpassen. Natürlich freue ich mich auch sehr auf Wünsche, Kommentare und Anregungen. Hab noch einen schönen Tag.